So, der Lagerkoller hat bald ein Ende, denn wir sind auf den Sprung raus zum Mars. Nee, in die Ödnis. Also ich weiß nicht hundertprozentig, wo es hingeht auf unserer Flucht. Darüber habe ich keine Informationen. Auf jeden Fall verlassen wir Lager 19 und flüchten mit Innocence und hier dem guten Jay. Das ist alles vorbereitet. Wir haben ausreichend Wasser, wir haben ausreichend Munition und Heilmittel, denn es könnte wahrscheinlich noch ein bisschen brenzlig werden. Was mir halt noch ein bisschen fehlt, ist eine Granate, das wäre ganz geil, aber das ist wohl sehr unmöglich, die jetzt nur so per Zufall zu finden, geschweige denn herzustellen. Ich glaube, die kann man auch gar nicht so richtig herstellen, oder? Ich schau mal ganz kurz. Quark hier. So. Nee. Nee, da ist nichts mehr möglich. Schade. Naja, sollte auch so gehen. Naja. Genug des Geschwätzes. Auf geht's. Hey Roy, what can I do for you? So, wenn du immer noch mitkommen willst, wir gehen jetzt. Neuigkeiten von Bob. Du musst ja lachen irgendwie. Ich suche nach Informationen. Ich frag mal nach Bob. Fuck. Jesus, I thought everyone knew. They found him dead, man. Shit kicked out. And he was one of the nice dramatisch, guys. Dramatisch. Son of a bitch. Who'd do that? No one knows. Whether it was one of ours or one of theirs. And of course nobody saw a thing. I don't understand why they wanted to take out a guy like that. He was alright. Boah, kann der lügen, ey. Ich fühle mich immer noch ein bisschen schlecht, ehrlich gesagt, weil wir den Bob tothauen mussten. Naja. Ja, wenn du noch mitkommen willst, jetzt gehen wir. We're almost ready to leave this hole. Go tell your guard buddy that the dusts are gonna mutiny. That'll create a diversion. Okay, you can count on me. Meet you back at the train? Na klar. Later, Jay. Welcher Bahnsteig? Wieso bleibt Innocence stehen? Was suchen wir im Zisternenbereich? Ah, hier geht's jetzt los mit dem Aufstand. Hehe. Oh, der war mal Boxer, wa? Aber kein guter. Eieieiei. Oh. Mal alle Kräfte zusammengenommen. Nochmal drauf. Und damit hat wohl der Aufstand begonnen. Sehr schön. Spuckt da nochmal drauf, ist ja eklig. Episch. Der grinst ja auch noch so. Naja. Dann kämpfen wir uns mal durch, wa? Da liegen sie ja schon alle. Können wir die durchsuchen? Ja. Legierung. Erledigen. Da können wir doch schön looten jetzt auf der Flucht. Nagelpistolen, Munition, Serum. Feine Sachen dabei. Was halt richtig genial wäre, wenn man die Waffen bekommen würde, ne? Das ist halt ein bisschen... Das finde ich generell sehr schade in Spielen, dass man fast nie das looten kann, was die da bei sich tragen. Man müsste die wirklich bis auf den Schlüpper, sag ich mal, ausziehen können. Und dann auch die Rüstung an sich nehmen und sowas. Das wäre halt verdammt genial. Weiß ich nicht, warum das nicht umgesetzt wird. In Spielen. Oder zu selten, ehrlich gesagt.
You know the place a bit. What can you tell me about it? They let me walk around here. So I did, and I blocked off the walkways. It's not much, but it should mean that we won't have guards shooting down at us from up there. I also took a few things I hid in a crate a bit further on. They didn't see a thing. Well, looks like you didn't completely waste your time. Well done. Now we gotta cut the transformer. Come on, let's go. Sehr gut gemacht, Innocenz. Aber ich würde dich mal nicht so früh loben. Wo bist du denn hier? Und da liegt da schon der Erste. Oh, das ist aber... der ist etwas widerspenstiger. Ihr wundert euch bestimmt, warum ich so sparsam mit der Nagelpistolenmunition umgehe. Ich befürchte nämlich, dass wir am Ende noch einen Endgegner haben. Wir haben zwar genug, also wir haben richtig viel, 30 Magazine, aber wer weiß, was wir beim Endgegner benötigen, und da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Da komme ich nicht mit meinen komischen Maulwurfsknochen an und versuche da irgendwie da jemanden niederzustrecken. Hast du gut gemacht, Junge, hast du gut gemacht. Oho, hast du sehr gut gemacht, Junge, sehr gut. Na, vom Meister gelernt, ne? Oh, dieser erste Schlag ist immer sehr episch. So. Da rollen wir doch mal hier hoch. Hat er jetzt auch eine Pistole, der Innocenz? Der hat überhaupt keinen Waffenschein. Steck ihn mal schnell wieder weg, Jungchen. So ist ja nicht hier, dass wir da nicht... Wir haben auch eine gewisse Erziehungs- und Überwachungspflicht. Das geht nicht. Na, fängst du mit Rauchen an oder Trinken oder irgendwas? Gefällt mir bisher sehr gut, der Ausbruch aus Gründen der, ja, von Haben, von Lootgeilheit, nenne ich es mal so. Denn ich habe echt keinen Schimmer, wo das hier hingeht nach der Flucht. Ob wir dann in der Wüste draußen landen, ob wir jetzt den Zug steuern müssen, ob wir irgendwo ankommen, wo wir zu Hause sind oder so, ich habe keine Ahnung. So, hier schön alle Ecken durchsuchen. Nicht, dass uns was entgeht. Auch wenn es nur Schrott ist. Oh, da möchte ich aber auch nicht reinfallen. Hier. Hehe. Upsa. Entschuldigung, ich habe gerade mal eben einen Screenshot gemacht. Weiß auch nicht warum. Deactivate the transformer before leaving the power plant. Na, deswegen kann ich da trotzdem runterklettern. We have to deactivate the transformer before leaving the power plant. Hast du das eigentlich einstudiert oder was ist los? So. Der Zug hat keinen Schutz mehr. Kann ja eigentlich auch schnell laufen, ne? So, da müssen wir uns mal von hinten ran pürschen.
Heyo. Na, der hat gesessen. Der auch. Oh Gott, hauen wir jetzt rein? Das ist schon ein Unterschied zu diesem, ich weiß nicht, was wir vorher hatten, so ein rostiges Rohr oder irgendwas? So viel Nagelpistolenmunition, die wir hier aufsammeln, da muss irgendwas Dickes noch am Ende kommen. Ich kenne diese Spiele. Hier geht's zur Station. Da oben liegt aber noch was. Metal Schrott. Wäre ein genialer Bandname. Gibt's bestimmt. Da unten ist auch noch was. Hier ist auch noch was. Herrschaften, übersieht man alles, wenn man sich hier mit euch rumprobieren muss? Geh aus dem Weg, Junge. So, aber wir brauchen jetzt keine Nagelpistolenmunition herzustellen, denn da haben wir mehr als genug aufgesammelt. Jay and the train can't be very far now. Irgendwas geht jetzt schief, weiß ich. Hatte ich im Urin. Boah. Oh oh. HB Baxter. How much is the fish? Well, well, Mary was right. It would seem our genius prisoner is seeking to part. That would explain all of the inconveniences we've been experiencing lately. I suggest you surrender, sir. You know I cannot let you escape, and that I have the power to stop you. Das ist ein Deckenmancer, ne? Okay, beobachte die Tür, Kleiner. Bereit zu kämpfen, Kleiner. Halte dich raus, Kleiner. Der soll die Tür beobachten. If anybody shows up, stop him. So, wir mit dem Rohr und das ist ein Technomancer, das ist doch fair. Wir haben auch eine Überraschung im Mädchen. Oh. Aua. Na, das ist nicht die feine Art hier, was die hier machen. So, wenn jemand mal einen Zug angucken will. Haha. Robust ist er ja nicht, ne? Der Zauberlehrling. So, da liegt er. We've got to go now. We're gonna have all the camp guards on our asses after that. Damn, you killed a technomancer. No, ja. I didn't think it was even possible. Of course you can kill them. They're human beings, you know. Erst nochmal durchsuchen, ne? Da ist bestimmt irgendwas drin, also dran. What are you doing? Are we going? Shouldn't we get rid of this thing? What are we gonna do with that? Der passt doch wie angegossen. It'll give us a better chance to escape. Genau, damit kann man besser Zug fahren. They use for their magic. All these wires? You're gonna sell them? Shit. Never thought I'd put these things back on. Put them back on. Roy, what are you saying? You know how to use these things? Natürlich. Yes. Now let's go. Ich wollte noch looten, ey. Ach, da ist der Jay. Jay, we're here. The train ready? Almost. Just a few more minutes, kid, and we'll be breathing trail dust. It's not over yet, Jay. There's an entire regiment on our ass. There's no way to get this machine to go any faster. No, Roy. Sorry. I've done my best, but I got an idea.
I'll hold him. What? Don't be stupid, Jay. If you go, they'll kill you. Let's face it, I got a better chance of slowing them down than you. You gotta be kidding. Why not just call me a fucking pussy? You keep an eye on the kid. You guys are almost family. You'd tear him up if something happened to you. Hm, ganz schön heldenhaft, der gute Jay. Hätte ich nicht gedacht. Sympathischer Typ. Stay there. I'll find another way to get out. See you in Shadow Lair. Now go! Ach, na, Shadow Lair geht's. They're going to kill him, aren't they? Yes, let's just make sure his sacrifice won't be for nothing. Mhm. Master? Master? Der ist hin. Sean? It can't be. Not you. How could that monster kill you? How dare he take Sieht man doch an den ganzen Nägeln, die da drin stecken jetzt, oder? Das kann ich mir vorstellen. Ich habe da, glaube ich, 13 Mal drauf geschossen. He'll pay for this, I swear. I'll hunt him to hell if I have to. Hm. The man who saved me and who got me involved in this unbelievable escape had more facets his personality than I could ever have imagined. Roy's strength and bravery are only equaled by his biting cynicism. He takes down enemies as if they were poor jokes in lack of a good punchline. Better to stay on his good side. It's when I learned he was a technomancer that he started making sense to me. His knowledge about relics, his attitude, he's different from anyone I'd ever met before. His mastery of technomancy, it sets him apart. The last pieces started coming together when I discovered he was a fugitive. That he had fled the source to escape the gilded cage of the technomancers. He risked it all to be free. If his need for freedom pushed him to escape the technomancers, a POW camp in the middle of the desert would never suit him. The journey is long. We have to avoid being recaptured by Abundance and get back behind our own lines. Aurora seems to have won the war, and both sides are demobilizing troops. We've abandoned the train, moving from one shadow line to the next, staying away from marauders. I had more than enough time to question him about his past. And what went on at the camp. Like why he helped Jay find his lucky charm. Even if it didn't do him much good. He doesn't always answer. To be honest, he rarely does at all. But I know him a whole lot better all the same. At least I like to think so. I'm proud to know him. I hope a little of his strength rubs off on me. So, und da scheinen wir es wohl geschafft zu haben. Wir sind in einer Stadt angekommen, wie es aussieht. Nennt sich Shadow Lair. Aha. Schlechter Ruf. Aha. Tja, das war eine spektakuläre Flucht, sage ich mal. Aber sie war leichter, als ich dachte, muss ich sagen. Okay, wir waren auch vorbereitet, wir waren geübt. Wir haben ja immerhin fast, ich glaube, 4 Stunden insgesamt im Lager abgehangen. Schon eine Menge Zeit. Und jetzt so eine riesige Stadt vor uns zu haben, das fördert auf jeden Fall meine Neugier und Spannung. Mag ich schon wieder absolut optisch. Dieses Endzeit-Szenario. Mal schauen, was wir hier alles erleben. You sure your parents are gonna be okay with someone like me coming around? Even if I am bringing the prodigal son back. You'll be welcome. My parents are in the militia. I can't wait to tell them all you did for me. Many things seem to have changed while we were away, and that includes the militia's popularity. We'll see. You were lucky enough to snag some clothes your size. That'll be more discreet than those prison uniforms. And I have the feeling this will prove useful around here.
Gut, okay. Geschafft. Wir speichern mal ab. Nicht, dass wir da wieder irgendwo jetzt durch einen dummen Fehler von vorne beginnen müssen. 6000 Punkte Erfahrung. Da sollten wir da eigentlich... Genau. Kleinen Stufenaufstieg. Ein kleiner Stufenaufstieg ist wieder drin. Auf jeden Fall. Und wir haben jetzt hier neue Fähigkeiten. Technomantie. Also Technomenserei quasi. Und da haben wir das stabile Schild. Das klingt schon mal gut. Ihr wisst ja, ich bin so ein Fan von Schutz und ja, Verteidigungskräften. In den ersten Phasen zumindest. Befähigendes Fluid. Maximale Gesundheit. Tiefer Einschlag. Ach, das sind wohl die offensiven Kräfte. Das ist wohl so ein Bonus und das sind Schutzmaßnahmen. Wir machen das mal. Maximale Gesundheit klingt gut. Ist hoffentlich auch gut. So, und hier brauchen wir noch 2 Punkte. Okay. Innocenz ist gegangen. Der ist ja hier. Geh zum Haus von Innocenz. Neue Aufgabe. Okay. Oh, oh, oh. Hey, you! Papers! Willst du rauchen oder was? Ich hab sie nicht bei mir. Bestimmt können wir darüber reden. Ich bin aus dem Gefangenenlager geflohen. Ich mag deinen Ton nicht. Listen, Sarge. I know how stupid it may sound, but I forgot I'm at home. And you forgot your uniform too? What the fuck is that attire? Das neueste Mode ist der neueste Schrei von Karl Lagerfeld. Ich wurde gerade entlassen. Bestimmt können wir darüber reden. Ich bin aus dem Gefangenenlager geflohen. Ich mag deinen Ton nicht. Ich mag den Ton ja nicht, aber ich würde es jetzt ehrlich gesagt nicht so sagen. Bestimmt können wir darüber reden. I know you have a hard and unsatisfying job. How about I make your life a little easier and you forget you ever saw us? Are you like trying to bribe us? With what happened lately, that would be just as good as signing our own death warrant. Where are your papers? Du bist schwer zu knacken. Ich bin aus dem Gefangenenlager geflohen. Ah, okay. I know this is gonna sound like science fiction to you, but I managed to escape from Abundance's prison camps. Those bastards. They make me sick. They sure gave us hell on the battlefield. But we still took Green Hope. And where were you? Which camp? Do you happen to know Prowess Martin? Those pigs got him too. He was captured during the fights on the 12th Highway. Ja, nein, das klingelt nichts. Nö, kenne ich auch nicht. You know, there are several camps, Sergeant. And even if he happened to be in mine, it's a big one. I don't know every prisoner. Yeah, too bad. I just wish I had some news about him. Those Abundance bastards. Boah, verstehst du nicht? Anyway, where are your papers? Verstehst du nicht, dass ich keine Papiere habe, du Trottel? Do you think you could ask more politely? Like saying please or even hello while we're at it? No? Alright, then I get a good idea. Go fuck yourself. What the... Get that scumbag and take him away to the office! Ah, super, ey. Wie das aussieht, ey. Als ob wir den durch die Stadt treiben. Können wir ihn gerade wegschmeißen vor Lachen. Der hat das irgendwie im Kreuz gehabt, vermute ich. Also er ist irgendwie nicht mehr hochgekommen. Also. So. Oh Gott, oh Gott. Armer alter Mann. Serum und Stoff. Was machen wir mit denen hier? Mit diesen. Das sind ja Aurora-Wachen. Das heißt, die sind für uns. Stoff. Ich habe eine Idee. Ich muss mal schauen.
guck mal, die Warlocks. Kämpfe. So, Feinde, Menschen, Maulwürfe, Maulwurfskönigin, Menschen mit Schilden, Menschen mit Pistolen, Menschen mit elektrischen Waffen, Technomanten. Ah, das lese ich euch jetzt nicht alles vor, das würde jetzt 4 Folgen dauern. Muss ja nicht sein, ne? Ich will jetzt nur mal schauen, was hier dieses, Serum extrahieren aus Körpern. Ich habe das Gefühl, dass da irgendwas Negatives dran ist. Aber hier steht auch nichts drüber, ne? Nee. Da ist nichts drin. Soldaten von Shadowlair. Okay, die Wachen in Shadowlair sind im Grunde Soldaten. Einige sind in der Regierungsarmee, doch die meisten bekommen ihre Befehle direkt aus der Source. Sie sind hauptsächlich damit beschäftigt, Bewohner auf gültige Papiere zu überprüfen und werden insbesondere dafür verachtet, dass sie an den Festnahmen von Mitgliedern der Miliz beteiligt waren. Miliz, das war ja, da waren ja auch Innocence Eltern sind da drin. Also ist eigentlich gar nicht so doof, wenn wir da irgendwie, ja, die verkloppen auf jeden Fall. Okay, machen wir das mal so. Und was wir für neue spannende Abenteuer hier in Shadowlair erleben werden und ob wir Innocence Eltern finden und Papiere vielleicht auch noch, dass wir nicht immer so viel Stress haben, das erleben wir in der nächsten Folge Mars Warlocks. Macht's gut, bis dann.